Sie hören SBS German. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Karin Schmedeke. Sie ist seit 1980 in Australien und sie ist damals zusammen mit ihrem Mann unter dem letzten Skilled Migrants Programm, das von der Regierung finanziert wurde, aus Deutschland nach Australien gekommen. Karin, das ist ja eine Seltenheit. Also wir waren damals sehr dankbar. Mein Mann hatte vorher schon im Ausland gearbeitet, auf einem deutschen Forschungsschiff und war viel gereist. Und ich selber, wie gesagt, war auch vorher im Ausland. Und Australien war für uns das Traumziel. Und wir sind heute noch glücklich. Und jedes Jahr am 1. März feiern wir, dass wir hier gelandet sind. Skilled Migrants Programs gibt es ja heute noch, aber damals, 1980, wurde das eben zum letzten Mal auch für deutsche Interessenten finanziert. Was wurde denn da finanziert? Alles vorher war bezahlt. Also wir hatten, wie gesagt, das Interview und den medizinischen Test. Und dann wurden wir eingeladen, wir bekamen das alles schriftlich. Die Bahnfahrt von Hannover nach Frankfurt, dann der Flug von Frankfurt nach Australien. Und wir wurden dann am Flugplatz abgeholt und kamen nach Villawood. Habt ihr denn damals schon einen Job gehabt oder wartet da ein Job auf euch? Nein, wir hatten keinen festen Job, aber wir wurden sofort eingeladen. Und es wurde uns gesagt, wenn deutsche Handwerker ankommen, dass die bitte sofort eingeladen werden. Mein Mann hatte wirklich am nächsten Tag einen Arbeitsplatz. Das war wunderbar und mein Sohn hat heute noch mit dieser Firma Kontakt. Aus welcher Gegend Deutschlands kommt ihr denn? Aus Hannover. Deswegen sprichst du auch dieses wunderbar klare Deutsch. Manchmal ist es nicht mehr so klar. Wir hatten ja in Namibia einen leichten Akzent und verschiedenen Ausdrücken. Wart ihr denn in Namibia, bevor ihr nach Australien kamt? Mein Mann war aus Deutschland, aber ich war in Namibia aufgewachsen. Meine Eltern waren nach dem Krieg nach Namibia ausgewandert. Und du sagst es gerade, dein Mann hat schon am nächsten Tag Arbeit gefunden. Wie war es bei sofort dir? Sofort. Nein, ich hatte erst mal meine kleine Tochter. Ich war eine Weile zu Hause. Wir hatten dann von den Australiern eine andere Unterkunft bekommen in Epping. Das war eine kleine Wohnung mit zwei Schlafzimmern, Küche, Bad, alles wunderbar. Sogar einfach möbliert, aber es war alles vorhanden. Und ich habe dann eine Holländerin kennengelernt, die war auch Einwanderer. Und wir haben uns dann abgewechselt und haben uns eine Arbeit geteilt. Was habt ihr denn gemacht? Das hört sich sehr lustig an. Wir haben bei Soccerpools gearbeitet. Das war damals Lotto. Heute ist alles computerisiert, aber damals musste alles noch per Hand eingetippt werden. Und diese Arbeit haben wir uns geteilt. Das Ehepaar hatte auch zwei kleine Kinder und wir haben dann abwechselnd auf die Kinder aufgepasst. Das ist ja praktisch, sehr praktisch. Sehr praktisch und lustig, ja. Und das Leben in Australien hat euch von Anfang an gefallen? Ja, mein Mann war sehr, kann man sagen, strikt. Er hat gesagt, also bist du ganz sicher, dass du nach Australien auswandern möchtest? Weil wenn wir gehen, dann komme ich nicht zurück. Wir müssen uns mit allem abfinden, was wir antreffen. Und ich denke, das war ein guter Rat. Und wir waren wirklich begeistert über die Freundlichkeit, wie wir überall aufgenommen wurden. Und wir hatten, wie gesagt, sofort Arbeit. Und wir hatten auch Ersparnisse. Wir konnten uns ein kleines Häuschen kaufen. Also ja, wir sind dankbar, dass wir hierher kommen durften. Ja, damals konnte man ein Häuschen noch mit Ersparnissen kaufen. Heute brauchst du eine lebenslange Hypothek. Ja, ich sehe das bei meinen Kindern. Aber sie haben fleißig gespart und beide Kinder haben es bis jetzt geschafft. Also Gott sei Dank, es ist wirklich schwierig für junge Leute. Damals, 1980, war Deutschland auch immer noch eine ganze Weile entfernt. Wie hat denn so die Familie in Deutschland es aufgenommen, dass ihr plötzlich nun auswandern wolltet? Ja, wie gesagt, wir haben es nicht so direkt meinen Schwiegereltern sagen mögen, weil mein Mann war Einzelkind und das wäre sehr traurig gewesen. Wir haben, wie gesagt, wir gehen eine Weile ins Ausland und haben dann der Briefwechsel war damals da. Ich habe also ganz
regelmäßig jede Woche geschrieben und Fotos geschickt und die Schwiegereltern haben Päckchen geschickt für die Kinder. Der Kontakt ist immer geblieben und so wie wir uns das leisten konnten, ist dann auch mein Mann rübergeflogen und meine Mutter kam mehrmals von Südafrika und hat uns viel besucht. Ja, telefonieren konnte man damals zwar schon, aber es war sündhaft teuer. Ja, das war so ein Weihnachtsgeschenk dann, wenn wir telefoniert haben. Weihnachts- und Geburtstage haben wir angerufen. Du selbst, wie hast du denn das Leben in Australien empfunden? Hast du Freunde gesehen oder war das so ein bisschen anders? Oder hast du dir das anders vorgestellt gehabt? Wir hatten immer sehr, sehr nette Freunde kennengelernt, Deutsch oder Australier. Und ich hatte einen Kontakt von Freunden von Namibia, die eine Weile in England studiert hatten und auch dort australische Freunde kennengelernt haben. Und die Adresse hatte ich und habe mich gemeldet bei diesen Leuten und habe dadurch meine ganz enge Freundin kennengelernt. Sie war Deutschlehrerin. Auf jeden Fall, wir sind heute noch sehr eng befreundet. Sie hat darauf bestanden, dass ihre Kinder dreisprachig groß wurden. So, es gab natürlich Englisch zu Hause, Deutsch und Französisch. Sie haben dann auch teilweise in Deutschland gelebt und auch in Frankreich. Und bei dir, deine Kinder, haben die Deutsch gelernt? Jein. Ja, wir haben zu Hause Deutsch gesprochen, aber fanden dann, als unsere Tochter mit in die Schule kam, haben wir ihr auf die Sprünge helfen müssen mit Englisch. Und später... Es ist schwierig. Ich weiß nicht, ob Sie das geschafft haben, aber nein. Die Umwelt, alles war Englisch. Und meine Tochter ist mit einem deutschen Mann verheiratet und trotzdem ist eigentlich jetzt alles Englisch. Wir leben in einem englischen Land. Meine Kinder verstehen Deutsch, aber sprechen doch Englisch. Und hat sich Heimweh bei dir irgendwann mal eingeschlichen? Nein. Ich bin ja auch eigentlich, ich habe nur einige Jahre in Deutschland gelebt. Namibia ist für mich, hat einen speziellen Platz in meinem Herzen, aber Australien ist jetzt mein Heimatland. Und bei deinem Mann war auch kein Heimweh zu verspüren? Nein, das war für ihn eine feste Entscheidung. Wir gehen nach Australien, das ist unsere Heimat und wir akzeptieren, was uns geboten wird und leben uns ein. Ist es für dich jetzt abgemachte Sache, hier in Australien zu bleiben oder zieht es sich noch irgendwo hin im Alter? Nein, das ist mein Zuhause. Ich habe meine Familie hier, meine Freunde hier. Australien ist mein Heimatland geworden. Und es ist schön, wenn man nach Deutschland kommt und Familie sehen kann. Aber heutzutage ist es einfacher, wie Sie eben sagten, mit Telefonieren. Also ich habe noch Cousins und Cousinen in Deutschland und wir telefonieren und schicken WhatsApps. Die Technik hat da viel verändert, muss ich sagen. Ja, wirklich. Und eben auch mit Freunden und Familie in Südafrika oder in Namibia. Also rundherum glücklich? Ja, kann ich sagen. Absolut. Und natürlich bin ich auch dankbar, dass meine Kinder hier geblieben sind. Oder zurückgekommen sind. Das ist auch wichtig und schön. Ja, doch, dafür bin ich dankbar. Und wie gesagt, meine Tochter ist mit einem deutschen Mann verheiratet. Sie hat eine Weile auch in Deutschland gelebt, aber wir sind zurückgekommen und sind hier glücklich. Karin, ich bedanke mich vielmals für dieses schöne Gespräch mit dir und wünsche dir noch einen schönen Tag. Gern geschehen, gleichfalls. Alles Gute. Wiedersehen. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.